Auf jedet! Auf jedet. Rangeklotzt jetzt. Na, quatschen wir mal mit dem Bo- Oder ne, wir rufen das Ministerium an. Na, noch haben wir ein bisschen Zeit. Was ist, Karl? Ich wollte über die Arbeit sprechen. Die Polizei hat direkt vor meiner Nase einen Mann in Handschellen abgeführt. Das hat mir Angst gemacht. Wer war das, Karl? Der vorherige Hausmeister. Haushausmeister? Der vorherige Haushausmeister. Ich verjas, das war der Haushausmeister. Der war seinen Pflichten nicht gewachsen. Was für ein Albtraum. Karl, könnte dir nicht dasselbe passieren? Keine Sorge, meine Liebe. Ich werde ein guter Hausmeister sein. Okay. Vibes gilt. Was will der Sohn? Ja, Vater! Ich wollte über die Arbeit reden. Ich mag deinen neuen Job nicht, Vater. Dein Chef ist ein Ekel. Magst du gutes Essen? Und das Studium an der Universität? Trägst du neue Kleidung? Dann unterstützt du uns vielleicht. Ich werde dich unterstützen. Ich werde einen eigenen Job finden. Und wenn ich gleichzeitig studieren und arbeiten muss. Das hoffe ich. Ich hasse die Minen, Vater. Ich würde eher sterben, als wie ein Sklave zu schuften. Hier ist es allerdings korrekt angewendet. Es ist nie korrekt angewendet. Als wie ein Sklave zu schuften. Schreibt uns in die Kommentare, wie ihr diese Situation seht. Ich würde eher sterben, als wie ein Sklave zu schuften. Das als ist okay. Zu schuften wie ein Sklave. Dann wird es nicht so kacke klingen. Ich würde eher sterben, als zu schuften wie ein Sklave. Ja, es ist vielleicht komplett orthografisch falsch, aber okay, es ist auch okay. Nicht schön formuliert. Als zu schuften wie ein Sklave ist, nehme ich genauso das wäre mit. Wäre besser. Als zu schuften wie ein Sklave. Aber wir sind hier nicht, das wird ein anderer Video. Die Minen? Ich wollte erstmal über die Minen sprechen mit dir, mein Sonnemann. Hast du eine Meinung darüber, Bergarbeiter zu werden geändert? Ich hasse die Minen, Vater! Ich würde eher sterben, als wie ein Sklave zu schuften. Ich mach das nochmal. Ich will dich eigentlich nicht nach Neuigkeiten fragen, aber... Wie läuft das Studium an der Universität? Ich habe keinen einzigen Kurs versäumt. Um ehrlich zu sein, hätte ich nicht gedacht, dass du den Platz an der Universität für mich bezahlen kannst. Sei ein fleißiger Student, Sohn. Dieser Platz kostet eine Menge. Ich werde dich nicht enttäuschen, Vater. Du bist deine einzige Enttäuschung. Über die Hausarbeit wollte ich mit dir reden. Ich versuche im Haus zu helfen. Ich auch. Ich räume jeden Tag das Bier weg. Ich habe kürzlich mit Martha gespielt. Das ist kein Schwein. Du bist nicht. Jetzt wäre an sich der Moment, wo ich auch rausscrollen kann, aber wir werden erstmal das Ministerium anrufen müssen. Wir halten das erstmal ein bisschen klein. Ein bisschen spannender für die Zuschauer. Genau. Und jetzt machen wir einen Anruf. Ordnungsministerium, Anruf wird entgegengenommen. Hallo Karl! Sie haben Ihre Hauptpflicht erfahren. Sind Sie bereit für eine Aufgabe? Ich bin bereit für eine Aufgabe. Überwachen Sie Wohnung 2, hier kommt Manischek. Wo dort? Sie können die Kamera aus dem Staatsgeschäft kaufen. Betreten Sie die Wohnung vermietern und dann, wenn Sie nicht zu Hause sind, und seien Sie vorsichtig. Jetzt kann ich rauskommen. Aber wir nehmen uns hier die auf. Wir nehmen uns hier die. Wir haben nicht so viel Kohle zur Verfügung und deswegen nehmen wir die. Die wird jetzt abmontiert. Die wird
abmontiert. Ich muss immer den Rauchmelder reparieren. Gehen Sie mal raus hier. So. Da ist erstmal. Können wir hier erstmal Klaus Schimmer. Noch so mal mit dem Klaus hier. Hallo! Ich wollte uns miteinander bekannt machen. Hallo! Mein Name ist Karl. Ich bin hier der neue Hausmeister. Mein Name ist Klaus Schimmer. Sie verwalten das Gebäude, das meiner Familie gehört hat. Einen Hausmeister hat das Haus bereits verschließen oder auch verschießen. Ich hoffe, Sie bekommen das hin. Ich tue mein Bestes, wie Sie sehen. Können Sie für mir vielleicht ein Bier aufmachen? Aber natürlich, hat Ihnen das Haus gehört? Das ist richtig. Es gehörte meiner Familie. Ich wollte es zu einer Schule für begabte Kinder machen, aber es wurde stattdessen in ein Wohnheim verwandelt. Diese Etage ist ja nicht einmal schlecht. Sie haben die Wohnung in Stockwerk D nicht gesehen. Sie haben recht. Die Situation könnte schlimmer sein. Immerhin sind wir frei. Man kann jederzeit Schach spielen. Das ist doch viel wert. Tsching, tsching. Schachspiele? Wieder was rausgefunden. Machen wir mal eine kleine Guckung. Wir machen jetzt mal eine Guckung und gucken mal, ob wir dabei... Ob das scheißegal ist. Es ist scheißegal, ich sag dir. Wir können da durchgucken ohne... Es ist komplett scheißegal. Ist komplett scheißegal. Auf jeden Fall ist da keiner drin. Dann rein, Reingehung. Komm rein. Ich geh da jetzt rein. Ich geh da jetzt rein. Und jetzt machst du eine schöne Kamera da hin ins Licht. Wir gucken erstmal am Fernseher. Ich glaube, hier war irgendwas mit Glücksspiel. Nee. Gut, erstmal die Kamera für irgendwelche Drogengeschäfte. Ey! Mach das ordentlich. So, gucken, dass der nicht kommt. Der kommt nicht. Dann können wir noch ein bisschen suchen. Da suchen wir wieder. Hä? Hat der kein Inventar, der Mann? Der muss doch was haben hier. Ah, ich wusste doch, dass der was mit Glücksspiel am Hut hat. Oder unterm Hut, du weißt. Unterm Hut. Der ist auf jeden Fall gerade nicht zu Hause. Ja, hier, gefährlich! Der ist Trinker, der Mann. Ich wusste es. Ne, das müsste gefährlich sein, oder? Das ist gefährlich. Gehen wir nochmal, gefährlich. Kann gefährlich sein. Ich glaube, es wird so, ich wirklich viel mehr gibt es bei ihm nicht. Da kommt er. Oh, wir müssen raus hier, schnell. Ah, wir gehen raus hier. Mache das dazu. So, rufen Sie das Ministerium an, um den Abschluss der Aufgabe mitzuteilen. Wir haben ihn nämlich ganz gut observiert. Das haben wir gut gemacht. Was wollen Sie? Das ist böse Blitz, gell? Denk dran. Ja, ja. Ich wollte uns bekannt machen. Wer sind Sie? Darf ich mich vorstellen? Ich bin Karl. Ich bin hier der neue Hausmeister. Habe ich einen Wettbewerb mit dem Titel Wen interessiert es, wer der neue Hausmeister ist geworden? Ihre Geschäfte sind mir egal. Hey Baby. Verpiss dich. Warum spionieren Sie hier herum? Labert noch nach dem. Haben Sie nichts Besseres zu tun? Es ist meine Pflicht, mich um das Haus zu kümmern. Sehen Sie sich vor! Ihrer Familie könnte etwas Schlimmes passieren. Lassen Sie meine Familie aus dem Spiel. Haben Sie gerade meine Familie bedroht? Ja, hab ich. Da, den zeig ich mal an. Den. Warte noch nicht. Die Nummer wählen. Okay, wir rufen an. So, Ministerium für Ordnung. Glückwunsch. Erstmal Erfolg. Belohnung. 500.000 und 50 Reputation. Laut unserer Quelle verstößt Jakob Manischek gegen Staatsanordnungen. Jo. Spionieren Sie ihn mit Hilfe der Überwachungskameras aus. Wenn eine Kamera eine illegale Handlung des Mieters feststellt, verändert das Aktionssymbol seine Farbe. Klicken Sie auf das Symbol, um die Beweise der Akte hinzuzufügen. Fügen Sie die gesammelten Beweise Ihrem Bericht hinzu. Gut. Ich müsste auch noch
Bericht schreiben und erstmal Beweise sammeln. Jetzt ist hier Drogen illegal und deswegen... Peace out, ich bin draußen.